Ey Mann, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Resident Evil. Oder wie man auch sagen könnte, guck man, this is Resident Evil, lauf hier rum mit Scheiße im Stiefel, Destruktion wie bei Evil Knievel, spiel lieber das als mit meinem Schniepel. Wir laufen jetzt hier erstmal weiter. Wir wissen ja eigentlich schon, was passiert. Ne? Wenn wir hier runtergehen, dann kommt da noch einer von den Arschkerben-Flamingos, Alter. Und will uns richtig schön seine Zunge in den After drücken. Okay, das ist seltsam. Laut Drehbuch müsstest du fallen. So, Notiz eines Kanalarbeiters. Das haben wir ja, glaube ich, noch gelesen gehabt. Was heißt, glaube ich, das haben wir gelesen gehabt. Dem geht's aber nicht mehr so. Wir haben einen Haufen Scheiß, was wir hier noch rumliegen lassen haben. Weil wir leider... keinen Inventarslot mehr übrig haben. Ich frag mich, ob man an... okay. Wenn die Kamera nicht rumspinnen würde, wäre ich locker an dem vorbeigekommen. Schwöre ich dir. Das Problem ist, dass wir die ganze Zeit immer hier drin starten. Ich meine, wir können den auch einfach wegrotzen. Die Frage ist ja, wie oft kommen die denn? Weißt du? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Weil wenn die alle immer an der Stelle nur einmal kommen... dann ist ja easy. Zack. So, dann ballern wir den jetzt einfach... Ballern wir den einfach nämlich weg. Du bist ein ganz hässlicher. So, zweimal zustechen einfach, so wie man es im Knast gelernt hat, und dann geht's auch schon weiter. Liebe Freunde, ich weiß, es hat ein paar Tage gedauert, bis diese Folge hier kam. Ich berufe mich jetzt einfach auf Aktenzeichen Corona und sage, ich hatte keine andere Wahl. Das hört sich definitiv so an, als ob da irgendwo ein Zombie rumlatscht. Was ja keinen Sinn ergibt, Alter. So, aber wenigstens steht uns die Scheiße bis zum Hals. So, liebe Freunde. Jetzt müssen wir mal hier in die Truhe ein paar Sachen packen. Und eigentlich würde es sich sogar lohnen, nochmal komplett zurückzugehen. Wir brauchen sowieso ein viel größeres Inventar. Deswegen würde ich sagen, wir packen erstmal den Akku. Warte mal. Das. Und das.
Ha. Ih. Ey, du Kacknille. So, wir speichern mal. Und dann gucken wir mal. Wo sind wir? Da sind wir. Wir gucken mal, ob wir jetzt tatsächlich einfach nochmal hinrennen können. Und uns den restlichen Stuff holen. Deswegen verstaue ich das mal. Das brauchen wir, glaube ich. Ich hoffe halt, dass die Arschgeigen jetzt nicht die ganze Zeit kommen. Da ist irgendwo ein Zombie in der Nähe. Ich höre es doch. Es gibt immer nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Zombie oder meine Ex-Freundin ruft mich gerade. Klingt beides gleich. Übrigens, Fun Fact, in den Kisten scheint random Stuff drin zu sein. Denn eben, als ich das schon mal getestet hatte und direkt gestorben bin, Alter, da wart ihr doch dabei, ne? Da war dann Erste-Hilfe-Spray drin, beziehungsweise bin ich mir absolut sicher, dass dann Erste-Hilfe-Spray drin war. Haben wir überhaupt noch Platz? Ja, haben wir noch. Sprengstoff A. A wie asozial. Zack. Ja, und so ein Erste-Hilfe-Spray ist natürlich ein bisschen geiler noch als so ein grünes Kraut. Jetzt haben wir hier zumindest alles mitgenommen. Jetzt müssen wir bloß nochmal zurück, uns den Akku holen. Und dann können wir auch schon weiterziehen. Ich habe es mir übrigens auf YouTube angeguckt. Auf YouTube ist das hier super dunkel. Aber ihr müsst euch vorstellen, für mich ist das hier super dunkel. Also, ihr habt ja gar keine Ahnung, gar keine Vorstellung, Alter. Übrigens finde ich, wir sollten in den Kommentaren mal über eine ganz wichtige Sache diskutieren. Und zwar, findet ihr sie heißer als Ada Wong? Ich finde nämlich nicht. Also, Real Facts jetzt mal hier. Von den ganzen Mädels, die wir jetzt hier gesehen haben in Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3, also muss ich sagen, Ada Wong, da habe ich mich aber gefreut, dass die... Haben wir jetzt gespeichert? Habe ich mich gefreut, dass die da war. Ja, meine ja nur. Okay, jetzt haben wir alles mitgenommen, was wir mitnehmen können. Pissnelke. Komm, noch ein. Okay, die sind ganz schön schnell, wenn sie hinter dir her sind. Ist jetzt nicht so, dass ich mich erschrocken hätte oder so. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wenn wir jetzt hier rauskommen, kommen wir doch auch bloß wieder dahin, wo alle fucking Nemesis hinter uns her ist, oder nicht? Was ist eigentlich mit der Tür hier? Reinigung!
Wie viele Uroboros gibt's denn, Alter? Die gehen mir dezent auf den Sack. 100 Pro müssen wir jetzt hier. Akku rausnehmen. Ja. Das ist aber ein schweres Rätsel. Da ist die Wache. Ich hasse dieses Spiel. Oh. Nice. Eine Gürteltasche. Pulver. Müssen 100 Pro den Akku mitnehmen. Und da unten ist nämlich die Tür. Die Tür. Die Leiter. Diesel. Diesel? Ich will gar nicht raus, ich will eigentlich nur speichern. Danke, Mama. Okay, das hätte ich auch einfach ziehen können. Okay. Okay, Leute. Macht Sinn, hier irgendwas noch mitzunehmen? Wir haben einen Granatwerfer, Alter. Aber ich traue mich nicht. Denn ich weiß, ich baue Scheiße, wenn ich einen Granatwerfer in der Hand habe. Ich sprenge uns selber, Alter. Ich kenne das doch. Ich erschrecke mich dann vor mir selber oder vor meinem Schatten, Alter. Und send uns dann zur Hölle. Deswegen so schon ganz gut. Wir haben ja eine Pumpgun und wir wissen ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun.
hat Spaß gemacht, Mama, ich mag nicht mehr. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich leb noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Cool. Whoa, whoa. Fucking hell. No way. Lass dir Zeit. Das ist nur ein Flammenwerfer. Das ist ein Safe Room? Er kann Waffen benutzen. Du kannst Waffen benutzen? Gespräche wie aus dem Leben. Oh my god, he's like using weapons and shit. Sorry, das ist die Anstrengung. Ich guck immer noch dahin, wenn ich mit euch quatschen will. Ihr seid ja da. So, lass mal ein, vielleicht zweimal, dreimal speichern und dann hast das. Komm schon, ich hab gedrückt, du Pissnelke! Ich muss hier raus. Schnell! Ist hier Zeit? Guck in Ruhe! Wenn das Haus unter dir brennt, immer nach oben flüchten. Das ist super. Wow. Da juckt meine Nase vor Anstrengung. Erstmal in Ruhe speichern. Abrissverzögerungsankündigung. Ich glaube, die können Sie jetzt widerrufen. Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen haben wir uns entschieden, den Abriss der Barnaby Office Buildings zu verzögern. Paddy, das für dich. Barnaby! Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert. Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhen verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Homeoffice quasi. So, wollen wir noch irgendwas mitnehmen? Zum Beispiel einen Granatwerfer? Das wird doch jetzt 100 pro ein fucking Kampf. Warte mal. Zusammen mit das ergibt das Brandgranaten.
Explosive Granaten. Also ich will jetzt kein Spielverderber sein. Wir haben 3 explosive Granaten, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braun. Der hat alle Granaten 2-mal reingeladen. Kreatur besiegen. Wo ist denn der? Wow! Herbert? Okay, Tank treffen, das haben wir jetzt. Aua! Ist er bescheuert? Weißt du, wie heiß das ist? Ich bin nicht mehr fit. Oh, schön. Bist du bescheuert? Ey, du! Ich
weiß gar nicht, was ich machen soll, Alter. Autsch. Mach den Mund zu. Nicht, dass du dich erkältest. Ja, gar keine Munition mehr, Alter. Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Ich glaube nicht so richtig, dass er tot ist. Stars? Also hier schon tief gehen, ne? Wait, what? Wo? Digga, du verarschst mich jetzt, oder? Und ich komme da nicht runter. Die wollen mich doch voll verarschen, Alter. Leute, wie es hier weitergeht, wie viel ich noch verarscht werde und ob Nemesis wirklich tot ist. Das seht ihr in der nächsten Folge von Resident Evil. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und denkt dran, in den Kommentaren will ich mal sehen. War Ada Wong die heißeste? Das ist ein wichtiges Thema. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.